hat mich Angela Merkels Sprecher Seibert dreist angelogen. Er und seine Kollegen auf der Bundespressekonferenz haben sie mir die Unwahrheit gesagt und mir dabei in die Augen geschaut, wobei sie nicht so sehr in die Augen schauten. Es ist unglaublich, was jetzt eine parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Kubicki von der FDP an die Bundesregierung erbrachte. Das, was immer als böse Verschwörungstheorie bezeichnet wurde, was ich immer schon als Verdacht äußerte, dass die Regierung Einfluss nimmt auf Google, auf Facebook, auf die großen sozialen Netzwerke zur Steuerung der Meinung und auch zur Zensur, das ist jetzt ein ganz, ganz verhärteter Verdacht. Man kann auch sagen, es ist so gut wie erwiesen, denn die Bundesregierung musste auf Anfrage von Kubicki eingestehen, dass es ein Treffen gab zwischen hochrangigen Regierungsvertretern und dem Herrn Seibert aus der Bundespressekonferenz mit den Tech-Giganten, unter anderem Facebook und YouTube. Und da ging es um die Informationspolitik in Sachen Corona. Und ich denke nicht, dass die sich darüber ausgetauscht haben, was der Herr Seibert für eine schöne Krawatte hat oder dass seine Frisur so wunderbar ist und ob er jetzt die Haare färbt oder nicht, wie bei Gerhard Schröder. Ich denke, da ging es um handfeste Dinge. Da ging es darum, wie man Einfluss nimmt auf die Berichterstattung, auf die Meinungsfreiheit. Und die Twitter-Files haben das ja gezeigt, wie in den USA die Regierung hier Druck ausübte, dass ungenehme Meinungen hier unterdrückt werden. Besonders spannend, ich habe heute von der AfD-Fraktion im Bundestag eine Anfrage an die Bundesregierung bekommen, wo die sich mit meinem Fall befassen, war sozusagen ein Neujahrsgeschenk, ein verspätetes, und die Bundesregierung fragen, wenn sie bei anderen Journalisten jetzt bei Twitter geschrieben hat, dass das so eine Gefährdung für die Meinungsfreiheit ist, wenn die gesperrt werden, warum hat die Bundesregierung dann bei meinen ganzen Sperrungen nichts unternommen? Da bin ich sehr gespannt auf die Antwort, auch wenn ich fürchte, dass das wieder eine sehr ausweichende Antwort ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin heute wirklich noch saurer als sonst. Ich bin eigentlich kein saurer Mensch, bin ein sehr gut gelaunter Mensch, aber verhonedippeln, hätte ich fast ein böses Wort gesagt mit Versche, aber das sage ich nicht, verhonedippeln lasse ich mich ungern. Und wenn jetzt also wirklich sich der Verdacht erhärtet hat, dass der Herr Seibert sich da wirklich dreist hinsetzt in der Bundespressekonferenz ohne Maske, ich mit Zwangsmaske, und mir sagt, wenn ich ihn nach Zensur frage, nach der Meinungsfreiheit, und er mir dann wirklich dreist sagt, der Herr Reitschuss, das ist eine private Angelegenheit, das ist nur etwas zwischen Ihnen und den sozialen Netzwerken, und sich gleichzeitig bei Geheimtreffen mit denen zusammensetzt, also ich muss sagen, da hört sich doch alles auf. Wer delegitimiert denn da die staatlichen Organe? Das delegitimiert die staatlichen Organe. Das delegitimiert die Demokratie. Das ist unfassbar, muss man wirklich sagen. Es ist dreist bis zum Umfallen. Aber wie gesagt, es gibt noch viel mehr. Ich habe ja auch schon mehrfach versprochen, werde ich auch machen, die ganzen unschönen Geschichten aus der Bundespressekonferenz, die schmutzigen Geschichten hinter den Kulissen, die ich als Mitglied nicht verbreiten durfte, weil man mich sonst mit gutem Gewissen hätte rausschmeißen können. Man hat es jetzt mit schlechtem Gewissen machen müssen. Es ist wirklich unfassbar, was hier abläuft. Und diese Leute, die diffamieren dann Leute wie euch, Leute wie mich als Demokratiefeinde. Wer sind hier die Demokratiefeinde? Das frage ich mich. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bin sehr dankbar, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, wenn ihr die Glocke drückt, weil YouTube manipuliert immer noch. Und ich bin ganz fest überzeugt, auch bei diesem Video wieder, die Werbung wird wieder verboten werden, weil man so schikaniert, weil man so einen Wettbewerbsnachteil für kritische Journalisten wie mich möchte. Aber ich weiß, dass meine Leser, meine Zuschauer, also ihr, das nicht gutiert und dass ihr YouTube zeigt, was eine Hacke ist. Und umso mehr danke, wenn ihr unterstützt als ausgleichende Gerechtigkeit für diese Schikanen. Alles Gute, danke, ciao. Thank you.
Musik.